herzlich willkommen bei SCC Best of Five, dem wöchentlichen Magazin auf TV Sport in Berlin. Wir befinden uns hier im Horstkorber Sportzentrum und bevor wir Ihnen die Geschäftsstelle, die sich seit einigen Monaten hier befindet, etwas näher vorstellen, blicken wir jetzt nochmal kurz zurück auf das Auswärtsspiel in Bottrop. Der Einstand in die neue Saison war noch perfekt. 3:0 gewann der SCC Berlin bei Evivo Düren. Doch anschließend gab es zwei Fünfsatzniederlagen. Erst zu Hause gegen Rottenburg, dann bei den Wuppertal Titans. Damit stand der Hauptstadtclub beim Auswärtsspiel in Bottrop schon früh in der Saison unter Druck. Diesem Charaktertest hielt der SCC aber stand. Mit einem Sieg kehrten die Berliner zurück. Und das, obwohl die RWE Wollis Bottrop mit namhaften Neuzugängen als einer der stärksten Aufsteiger der letzten Jahre gelten. Nach nun zwei Siegen und zwei Niederlagen klettert der SCC in der Volleyball-Bundesliga entsprechend nach oben. Jetzt geht es darum, auch langfristig konstant wieder in die Erfolgsspur zu finden. Ja, willkommen beim SCC Berlin, Volleyball Erste Bundesliga, hier im Horstkorber Sportzentrum in unserer neuen Geschäftsstelle. Wir wollen euch heute einfach mal zeigen, wie wir hier so arbeiten und auch die Trainingsbedingungen unserer Mannschaft, wie hier alles so ist. Kommt einfach mal mit mir mit, ich zeige euch alles. Frank Bachmann, früher National- und SCC-Spieler, ist mittlerweile für die kaufmännische Leitung zuständig. Ja, hier sind wir jetzt an einem ganz wichtigen Punkt auch für mich, weil früher als Spieler ging mein Weg immer diese Treppe runter zu den Umkleidekabinen. Heute darf ich eine Etage weiter nach oben gehen in mein schönes Büro der Geschäftsstelle. Und ich würde sagen, ihr kommt jetzt auch erstmal mit und schaut euch das Büro an und nachher zeige ich euch noch die Umkleidekabinen und die Halle unten. Nach der Neugestaltung der Mannschaft hat sich auch das Management neu aufgestellt. Kevin Niromant, Matthias Klee und eben Frank Bachmann teilen sich die Aufgabenbereiche. Hier ist einer unserer schönen Büros, einer unserer schönen Arbeitsplätze beim SCC. Ich freue mich natürlich besonders, dass ich einen dieser Arbeitsplätze hier habe und konnte sozusagen meine große Passion zum Beruf machen, vom Seite des Spielers nun ins Büro. Ich freue mich darüber sehr, dass ich beim SCC diesen neuen Job gefunden habe und ja, an diesem Schreibtisch werden zum Teil Entscheidungen getroffen und darüber freue ich mich natürlich sehr und ja, wir arbeiten alle sehr hart, dass der SCC auch weiter ganz oben mit dabei ist in der Bundesliga des Volleyballs. Ja. Seit dem 1. August befindet sich die Geschäftsstelle des SCC nun im Horstkorber Sportzentrum. Von jetzt an arbeiten das Management und der sportliche Bereich des Vereins noch enger zusammen. Matthias Klee leitet die Geschäftsstelle als zukünftiger Teammanager. Frank Bachmann war zuletzt im Nachwuchsbereich tätig. Jetzt arbeitet er in seinem neuen Bereich und zeigt, wie die kurzen Wege zwischen Geschäftsleitung, Trainerstab und Spielerkader eine optimale Zusammenarbeit möglich machen. Ja, jetzt habt ihr unsere neue Geschäftsstelle, die Räumlichkeiten, auch meinen Arbeitsplatz ein bisschen näher kennengelernt und wir sind jetzt hier wieder an einem ganz wichtigen Punkt, weil vor ungefähr 4 Monaten sind wir noch circa eine Stunde durch die ganze Stadt gefahren, von unserer Geschäftsstelle im Sportforum in Berlin hierher zu unserer Mannschaft. Heute brauche ich nur diesen kleinen Knopf drücken, der Fahrstuhl geht auf, ich fahre 2 Etagen nach unten und bin schon bei unseren Spielern. Und so wird das organisatorische Tagesgeschäft mit dem Sportlichen verknüpft. Mit der Errichtung der Geschäftsstelle im Horstkorber Sportzentrum gibt es neben dem direkten Kontakt zu den Spielern einen weiteren Vorteil. Die Volleyballer sind in ihrem Heimatbezirk angekommen, in direkter Nähe zum Hauptverein in der benachbarten Waldschulallee. Ich hoffe, euch hat der kleine Rundgang beim SCC gefallen. Die Bilder aus der Geschäftsstelle und auch sonst, wie hier so die Bedingungen sind. Ich muss jetzt wieder in mein Büro und weiterarbeiten, damit wir auch weiter in vollen Segeln fahren in die Zukunft. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der Semmeringhalle oder der Max-Schmeling-Halle bei einem unserer nächsten Spiele. Bis dann. Während die Arbeit hinter den Kulissen nun weitergeht, blicken wir auf die kommende Aufgabe. Nach 3 Wochen Pause gibt es endlich wieder Bundesliga-Volleyball in Berlin. Am 5. Spieltag wirft das 2. Saisonheimspiel des SCC seine Schatten voraus. Und zum 2. Heimspiel seid ihr wieder gefragt, das SCC-Team tatkräftig zu unterstützen. Der SCC Berlin empfängt nach Bottrop den nächsten Aufsteiger mit prominenten Namen, den TV Bühl.
Am 1.11.2009 ist es soweit, und zwar um 16 Uhr. In dieser Saison mit dem ersten Auftritt in der traditionsreichen Sömmeringhalle. Tickets bekommt ihr an der Halle selbst oder auf scc-volleyball.de oder in unserem Gewinnspiel. Gewinnt dreimal zwei Freikarten. Schickt dafür einfach eine Mail mit dem Stichwort SCC Best of Five an info@scc-volleyball.de. Einsendeschluss ist der 29.10.2009.